Letzter Redner in dieser Aktuellen Stunde, Gerald Zelina vom Team Stronach Niederösterreich. Tagesordnungspunkt nicht melden, ich muss doch einiges anmerken. Terror und ist eigentlich immer ein Freiheitskampf. Ein Freiheitskampf. Sollte man sich die Frage stellen, gegen was kämpfen die Terroristen und was sind die Ursachen? Wir haben sehr viel zu tun bei der Polizei Richtung Terrorverhinderung, Richtung Überwachungsstaat. Aber was sind die Ursachen dahinter? Und da sollten wir doch auch unsere westlichen europäischen Länder und auch die aggressive US-Politik, US-Außenpolitik durchdiskutieren. Wer und vor was schützen sich diese Leute im Irak? Was passiert da? Welche ausländischen Truppen sind im Irak? Es sind US-Truppen. Und ich kann mich noch gut erinnern, 2003, als der Colin Powell bei der UNO-Generalversammlung geschildert hat, warum man in den Irak einmarschieren muss. Man muss einmarschieren, weil Massenvernichtungswaffen im Irak vorhanden sind, die da nicht vorhanden waren. Warum ist man in Libyen vorgegangen gegen den Gaddafi und hat das ganze Land destabilisiert mit den ganzen Problematiken, was wir jetzt haben mit den Flüchtlingen? Warum sind NATO-Truppen in Afghanistan stationiert? Und erinnern wir uns auch an den Ukraine-Konflikt. Auch dort, nachdem das Assoziierungsabkommen zur EU nicht geschlossen wurde, kam es dann zum Umsturz und wurde versucht, einen Regime-Change mit freundlicher US-Politik einzurichten. Die Russen haben das verhindert und es kam zum Konflikt. Die Europäer sind dann draufgekommen, wir sind ja abhängig vom russischen Öl und Gas und wir brauchen eine europäische Energieunion, die sich unabhängig macht von einzelnen Lieferanten und von einzelnen Ländern. Man wollte Gaspipelines bauen von Katar durch Saudi-Arabien, durch Syrien nach Europa, um sich unabhängig zu machen. Das Assad-Regime hat gesagt, nein, machen wir nicht und dann ging es auch in Syrien los. Das heißt, der westliche Staatenbereich, auch Europa, ist auch mitverantwortlich an dieser ganzen Terrorgeschichte und den Anschlägen, die wir haben. Es geht um Öl, es geht um Gas, es geht um beinharte wirtschaftliche Interessen, es geht um Waffenlieferungen und es geht um Sicherung von Handelswegen. Das sollten wir auch bewusst ansprechen. Und das gehört auch zur Terrorprävention. Und auch wenn der Herr Minister gute Arbeit leistet, sehr gute Arbeit leistet, solange wir die Kriege dort nicht beenden und solange wir immer wieder unsere eigenen Truppen in ausländischen Ländern haben, wird es den Freiheitskampf geben, wird es Terror geben. Ein letztes Wort zu den Außengrenzen. Wenn wir in Europa einen Binnenmarkt haben wollen mit freien Personenverkehr, mit freien Schengen-Grenzen, dann müssen wir unsere EU-Außengrenzen sichern. Die Balkanroute gehört geschlossen, die Mittelmeerroute gehört geschlossen und die Rechnung, schicken Sie die Rechnung an den US-Kongress. Die westlichen Mächte, auch die NATO, haben eine Mitverantwortung und das gehört auch gesagt. Dankeschön.